Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Ganze musikalisch sehr geil. Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wir sind beim Track Rating. Heute Kaktusmann mit Direct Connection. Genug abgespackt. Wir schauen mal zu den weiteren Informationen. Ganz interessant ist nämlich, veröffentlicht, momentan Free Download auf Soundcloud, 13. Oktober, ist aus einem kurzen Loop heraus entstanden und jetzt hier der interessante Teil. Mein Mastering findet mehr oder weniger schon während dem Basteln des Tracks statt. In meinem Master-Channel sind also nur ein EQ und ein Limiter. Ich finde diese Methode gar nicht verkehrt, denn Mastering ist eigentlich ja immer nur der letzte Schliff. Ein sauberes Mixdown ist das A und O. Das ist wirklich das Entscheidende. Gut, was haben wir hier für einen Track? Wir hören nochmal ganz kurz rein. Das ist eine Ambient Chill Out. Wieder nur ein halber Satz. Es ist eine Ambient Chill Out Komposition. Und ich gebe direkt zu Beginn mal preis, dass ich das sehr gut finde, was ich da höre. Mir gefällt das. Ist sehr angenehm. Das Schöne bei solchen Tracks im Track-Rating ist, wir haben schöne Tracks, die wir uns anhören können. Das Schlechte ist, ich kann gar nicht so viel erzählen, weil ich muss wirklich sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut, was ich hier höre. Wir können uns ja auch mal das Spektrum dazu anschauen. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Ganze musikalisch sehr geil. Also alle Sounds, die ich höre, finde ich warm, angenehm, von der Melodieführung, von den Chords und so weiter. Ich finde das saustark. Seid ihr auch so begeistert von dem Track? Ich finde sogar, für so einen Ambient-Track hat das sogar schon was eher Catchiges. Also das ist ja fast schon wie eine Hook. Vielleicht sollte ich nicht zu viel schwärmen, aber ich bin begeistert. Was soll ich sagen? Lieber Kaktusmann, was ist das für ein Synthesizer, den du da benutzt? Der gefällt mir auch sehr gut. Der hat sowas Organisches, der so ein bisschen dieses Solo spielt quasi. Gut, ein bisschen Analyse wollen wir doch noch machen. Wir schauen mal, was so Mono übrig bleibt. Diese hohen Sägezahn-Synth, die verschwinden doch schon sehr stark, oder? Aber da es wirklich nur im Hochtonbereich ist, denke ich, kann man das so machen. Insgesamt, auch hier muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Ich habe eben gedacht, als ich mir das Spektrum hier so angeschaut habe,
ab und zu sind vielleicht ein paar sehr tiefe Töne dabei. Hier, ne, da ist so irgendwas spielt da. So, das kriegt man ja nicht mit, das hat auch eine Amplitude. Da ist die Frage, ob vielleicht dann so ein Subsonic-Filter, also ein Filter, der die ganz tiefen Frequenzen... Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das wird wahrscheinlich irgendein Synthesizer sein, der Yahoo teilweise so 15 Hertz spielt, da die Frequenz sich verändert. Also wird das vermutlich kein Schlagzeugelement sein. Ich denke, wir werden hier mal zu einem Ergebnis kommen müssen. Ihr merkt schon, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, weil ich das Ding einfach unfassbar stark finde. Ich werde mir hier auch mal den Thread dazu durchlesen, weil ich doch gespannt bin, was die Leute im Forum dazu eigentlich sagen. Gefällt mir der Track? Ja, verdammt. Ich finde den richtig, richtig gut. Innovation. Ah, ist okay, ist gut. Ist so eine... ja, Downbeat-Chill-Out-Geschichte, aber auch mit sehr funky Synthesizern. Sounddesign gefällt mir auch gut. Ich hatte hier, als ich ganz kurz hier reingeskippt habe, ach nee, Quatsch, das habe ich gar nicht, das habe ich in der E-Mail gelesen. Da hieß es, er meinte, dass die im Forum meinten, dass die Snare etwas billig klingt. Seht ihr das auch so? Findet ihr die Snare billig? Ich kann verstehen, was die Leute meinen, aber ich finde, sie passt eigentlich ganz gut ins Drumming. Also würde mich da nicht anschließen. Mixdown und Mastering, er hatte ja extra gefragt. Grundsätzlich, ihr seht, ich hab die neuen Goldbarren einfach schon gegeben. Wir sind sehr, sehr dynamisch, auf jeden Fall. Ja, also wir haben Headroom ohne Ende. Das kann man so machen, das ist einfach der absolute... die Kampfansage gegen den Loudness War, kann man so sagen. Und wenn wir uns auch die Amplitudenstatistik genau anschauen, ich hatte das schon analysiert. Perceived Loudness, minus 11. Ein Träumchen, ja. Jetzt irgendwann gibt es ja den Punkt, wo man sagt, okay, ein bisschen mehr Lautheit könnte sogar wirklich noch intensiver wirken. Das ist halt immer so diese Gratwanderung. Ich habe mir das Ding eben auf dem Kopfhörer ein bisschen lauter gegeben. Ich fand es einfach sehr angenehm, also würde ich da nichts Negatives zu sagen. Deswegen auch von mir 9 Goldbarren für Mixdown und Mastering. Und jetzt bin ich mal gespannt mit diesem äußerst guten Rating hier, wie denn hier so die Meinungen im Forum sind. Wir haben immerhin jetzt schon 11 Bewertungen. Interessant, dass das Mixdown und Mastering hier gar nicht so gut ankommt. Da muss ich mir den Thread nochmal genauer durchlesen. Würde mich echt mal interessieren, was die Leute hier nicht so gut finden. Ah, hier sehe ich auch der X1, der sagt zum Beispiel, dass er die Snare billig findet. Also, diskutiert darüber. Mich hat das Ding von vorne bis hinten geflasht. Finde es gut. Eins möchte ich zum Schluss noch sagen, und zwar, ich habe ein paar E-Mails bekommen für Track Rating. Da wurde dann leider im Betreff nur Track Rating geschrieben und nicht, wie gefordert, der Artistname und der Titel. Und in manchen E-Mails war auch dann nicht mal ein Download-Link dabei, sondern nur ein Link ins Forum und zu Soundcloud. Also hier nochmal kurz die Erinnerung. Die Anleitung für Tracks einsenden findet ihr unter dem Video hier. Es sind eigentlich nur 5-6 Punkte, die man beachten muss. Ich muss da doch ein bisschen konsequent bleiben. Bisschen konsequent ist auch geil, ne? Ich muss da konsequent bleiben. Bitte diese 5-6 Punkte einhalten, dann hat das für mich wesentlich... vereinfacht das für mich den Ablauf. Ach, ihr wisst, was ich sagen will. Ich glaube, es wird Zeit, dieses Track-Rating zu beenden. Macht's gut und auf Wiedersehen.